und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um Make-up. Einige von euch haben mich gefragt, mal so ein bisschen meine aktuelle Routine mit euch zu teilen. Ich habe gemerkt, dass mein Make-up sich in letzter Zeit ein bisschen verändert hat. Obwohl man vielleicht glaubt, dass Leute, die auf YouTube und Social Media und so aktiv sind, immer voll gut in Make-up sind und immer einen Plan haben, was die machen. War ich eigentlich immer eher so Typus, immer das gleiche Basic-Make-up zu machen, was ich einfach gut kann und den Rest einfach nicht zu machen. Aber jetzt habe ich einige Hacks und Tipps und Tricks auf TikTok gesehen, die meine Make-up-Routine wirklich extrem verbessert und abgesteppt haben. Und das wollte ich heute mal mit euch teilen. Und obwohl ihr euch so ein Video sowohl auf YouTube als auch auf Instagram mal wieder gewünscht habt, weiß ich, dass diese Videos, also Make-up-Videos generell auf meinem Kanal nicht so super gut funktionieren, nicht so gut geklickt werden. Aber egal, wir machen es trotzdem. Gebt mir also gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt. Help a girl out. Das würde mich sehr freuen. Okay, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, damit ihr es ein bisschen genauer erkennen könnt und klemme mir jetzt meine Haare einfach hier so ein bisschen weg. Eine Sache, bei der ich schon wusste, dass die eigentlich wichtig ist, aber über die ich mir nochmal ein bisschen genauer bewusst geworden bin, als ich ein paar TikToks dazu gesehen habe, ist, wie wichtig es ist, das Gesicht als Grundlage richtig gut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und es ist einfach das A und O dafür ist, dass eure Foundation nicht am Ende wie cakey oder bröckelig oder unschön wird. Und eine Sache, über die ich mir überhaupt nicht bewusst war, bevor ich es auf TikTok gehört habe, ist, dass es wichtig ist zu checken, ob euer Primer und eure Foundation die gleiche Basis quasi haben. Also zum Beispiel, wenn euer Primer ölbasiert ist und eure Foundation wasserbasiert, dann funktioniert das nicht gut miteinander und die Foundation wischt vielleicht irgendwie weg oder trägt sich nicht gut auf oder es wird so patchy. Das habe ich ein bisschen bei meinen ganzen verschiedenen Sachen, die ich so benutze, gecheckt. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, mal zu checken, falls ihr Probleme mit sowas habt. Ich werde hier in diesem Video nicht nur Hacks quasi zeigen, die ich entdeckt habe, sondern auch ein paar Produkte, die ich über TikTok entdeckt habe, die ich auch extrem liebe. Eine Sache ist auf jeden Fall, ich weiß, es wird ständig darüber geredet, jeder redet darüber, aber es ist es auch wirklich wert. Und zwar ist es der Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Das ist quasi auch ein Primer, also es hat nicht wirklich irgendwie großartig Deckkraft, aber das gebe ich mir auch aufs gesamte Gesicht. Ist vielleicht nichts für Leute, die eher so mattes Finish beim Make-up bevorzugen, aber das gibt halt so einen geilen, glowy Unterton auf der Haut und macht die Haut so ein bisschen ebenmäßiger, wenn das Sinn ergibt. Also ich mag das zum Beispiel auch ganz gerne einfach benutzen an Tagen, wo ich einfach nicht so viel Make-up tragen will. Mache ich einfach nur das drauf, ein bisschen Concealer so unter die Augen, an Stellen, wo ich es ein bisschen noch highlighten möchte und natürlich ein bisschen, um meine Unreinheiten abzudecken. Aber ansonsten finde ich das einfach, es macht einfach eine richtig schöne Grundierung für die Haut und sieht einfach richtig schön aus. Und wie ihr seht, vielleicht schon so ein bisschen, das ist einfach so ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Was ich vergessen habe zu sagen, ganz wichtig, Sonnencreme vor dem Make-up auftragen. Es ist sowieso immer wichtig, aber jetzt vor allem im Sommer, habe ich jetzt heute natürlich vergessen, bin halt kein Make-up-YouTuber. So, der nächste Step ist dann die Foundation. Ich benutze jetzt hier gerade diese YSL Touche Eclat. Die habe ich mir ja mal zum Testen gekauft. Ich komme eigentlich mit der ganz gut klar. Ich mache mir die so ein bisschen erstmal auf den Handrücken. Die ist relativ flüssig, aber ich mag das ganz gerne. Und um die halt zu verteilen, tupfe ich die eigentlich einfach so auf meine Haut auf. Es gibt sicherlich auch noch andere Tipps und Tricks. Wie gesagt, ich bin echt kein Profi. Ich bin nur ein Lazy Girl, was nicht super viel Erfahrung mit Make-up hat und ein paar Tipps und Tricks mit euch teilt. Also don't hate me, falls es irgendwas gibt, was ich noch viel besser machen könnte. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr offen für weitere Tipps. Nächster Hack ist, den Beauty Blender nicht unbedingt komplett mit Wasser nass zu machen. Ich habe nämlich schon immer gemerkt, dass es bei mir, vor allem wenn ich ihn so das erste Mal nass gemacht habe und dann benutzt habe, irgendwie manchmal ein bisschen schwierig ist. Stattdessen soll man den mit dem Setting Spray besprühen und dann damit das Ganze ausblenden. Ich werde jetzt zuerst, weil die meisten, die das gezeigt haben, haben das schon so gemacht, als die Foundation schon so ein bisschen geblendet war. Ich bin nicht sicher, sicherlich kann man es auch schon einfach so zum Blenden benutzen. Ich blende die jetzt erstmal schon mal ein bisschen aus. Dabei lasse ich die unteren Augenpartien weg. Ich hatte mal das Problem, dass mein Concealer immer gecreased ist nach einer Zeit, egal was ich gemacht habe eigentlich. Und jetzt wurde mir gesagt, desto weniger Produkt an der Stelle, desto besser, weil wenn du Make-up noch drauf hast, dann machst du eh noch Concealer drüber und am Ende wird so viel, dass es natürlich irgendwann cakey aussieht oder creased. Deshalb versuche ich jetzt meine Foundation da immer nicht mehr so hinzublenden. So, und jetzt nehme ich mir meinen Setting Spray. Absoluter Favorit, das von Urban Decay. Wird sich halt, wenn es wirklich richtig geil halten soll, das Make-up. Und ich sprühe das jetzt einfach so ein bisschen auf meinen Schwamm. Blende damit nochmal alles richtig schön aus. Ehrlicherweise ein Hack, den ich jetzt noch nicht so super oft gemacht habe, weil ich das erst letztens irgendwo gesehen habe. Aber es ergibt für mich total Sinn, dass es helfen soll. Und es ist eben auch so, dass dadurch das Make-up viel besser noch halten soll im Endeffekt. Was ja irgendwie auch Sinn ergibt, dafür ist das Setting Spray da. So, wir kommen zu Creme Contour und Creme Blush. Auch zwei Produkte, die ihr auf TikTok, wenn ihr irgendwann schon mal TikTok hattet oder es habt,
kennt ihr die Produkte wahrscheinlich, weil die absolut durch die Decke gegangen sind auf TikTok. Und zwar ist das einmal dieser Contour Wand und der Beauty Light Wand, also dieser Blush Wand. Bei dem Contour Wand habe ich die Fair Medium, also die hellere, und bei dem Blush Wand Pink Gasm. Wir haben ja immer gelernt, mach so und trag das hier so in der Linie auf, die entsteht. Aber was ich auf TikTok gelernt habe, ist, um das Gesicht mehr zu liften, die Kontur etwas über dieser Konturstelle, die ihr seht, auftragen. Also einfach etwas da drüber. Wie ihr seht, hier ist so ein bisschen diese Linie und ich trage es da drüber auf. Am Rand meines Gesichts zieht es ein bisschen vom Kinn so ein bisschen schräg hoch und dann auch noch hier oben ein bisschen. Dann blende ich das erstmal ein. Ich benutze dafür jetzt seit neuestem einen Pinsel, weil ich das Gefühl habe, dann kriegt man noch mehr von dem Produkt, weil der Schwamm halt manchmal einfach einiges davon wegnimmt. Das blende ich jetzt so aus, dass ich das einfach so quasi nach unten ziehe. Dann hier oben, das ziehe ich so zum Haaransatz quasi hin. Und einer der Gründe, weshalb ich das jetzt vor dem Concealer mache, ist, ich mache auch manchmal den Concealer zuerst, immer einfach so ein bisschen, wie es gerade kommt. Aber ein Grund, weshalb ich das eigentlich ganz gerne vor dem Concealer mache, ist, dass der Concealer mir sonst schon wegcreased und ich will halt Puder machen, nachdem ich mit meinen ganzen Creme-Produkten fertig bin und nicht schon vorher. Deshalb mache ich jetzt erstmal hier die Kontur. Bei der Kontur ist es wichtig, beim Ausblenden zu tupfen und nicht zu schmieren, weil dann schmiert ihr euch sonst unten das Make-up darunter weg. Und immer nach oben gerichtet, also nicht nach unten verblenden. Ich liebe es einfach, wie dieses Produkt sich verblenden lässt. Es ist wirklich sehr anfängerfreundlich. Ich war nämlich immer nicht so der Fan von Creme-Produkten, weil ich einfach immer nicht das Gefühl hatte, dass ich damit zurechtkomme. Dann machen wir jetzt Blush. Das ist auch extrem ergiebig, also davon wirklich nur super wenig nehmen. Und was ich gehört habe, ist, um das Ganze noch mal so ein bisschen mehr zu liften, nicht nur hier so da verblenden, wo man normalerweise Rouge hat, sondern auch gerne so ein bisschen nach oben hier so verblenden, um das Ganze einfach noch mal so ein bisschen zusätzlich zu liften. So, jetzt trage ich mir meinen Concealer auf. Und zwar nämlich aktuell, dazu kann ich mir noch nicht viel sagen, weil ich den erst zweimal benutzt habe oder so, das Bare With Me Concealer Serum von NYX. Und dann nehme ich mir so einen kleinen Pinsel einfach und könnte man eigentlich auch wahrscheinlich mit den Fingern gut machen. Und trage mir das halt da so auf, wo ich es haben möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache immer noch relativ großflächig Concealer, weil ich einfach den Lifting-Effekt mag. Ich weiß, die Leute haben gesagt, man soll nur hier und dann hier hinten machen. Das ist ein TikTok-Hack, dem ich nicht so ganz folge, aber trage ich mir einfach hier so mit diesem Pinsel in einer Art Dreiecksform immer noch auf und hier hinten aber trotzdem so ein bisschen nach oben gezogen, um diesen Lifting-Effekt zu bekommen. Man könnte jetzt sagen, man verschmiert dabei irgendwie das Blush, aber ich habe gemerkt, wenn ich erst Concealer mache und dann Blush, dann sieht das bei mir manchmal ein bisschen, also dann sieht man einfach so diese Abschnitte so sehr, also von Blush und dann Concealer. Und ich habe das Gefühl, so blendet sich das für mich einfach besser zurecht. Jetzt trage ich mir den Concealer auch noch hier ein bisschen auf. Ein bisschen auf meinen Unreinheiten. Und ein bisschen hier oben. An Tagen, wo ich nicht so viel Deckkraft auf der Haut brauche, lasse ich einfach den Foundation-Step weg. Ihr könnt jetzt noch hier unter der Kontur ein bisschen was hinmachen. Ich mache das meistens nur so mit den Resten, die ich noch so auf meinem Pinsel habe. Nur so ganz leicht. Und jetzt, nächster Trick, das Ganze kurz sitzen lassen. Den Concealer kurz ein bisschen ganz leicht antrocknen lassen. Ist natürlich vielleicht schwierig mit Concealern, die schnell antrocknen und dann schwer zu verwenden sind. Aber das hilft, dem Concealer quasi so seine komplette Deckkraft entfalten zu lassen. Dann braucht ihr weniger, habt mehr Deckkraft. Und genau das wollen wir für unsere dunklen Stellen hier unter den Augen, ne? Deshalb mache ich in der Zeit immer einfach ein bisschen meine Augenbrauen. Ich nutze da immer entweder irgendein Benefit-Augenbrauen-Produkt, von denen mag ich eigentlich fast alle. Oder von NYX hier diesen Micro Brow Pencil. Ich habe jetzt gerade meine Augenbrauen frisch nachgefärbt, deshalb gibt es da jetzt gerade nicht wirklich viel auszufüllen. Aber ich benutze den jetzt trotzdem ein bisschen, weil ich habe mir den extra in Auburn gekauft, was so ein ziemlich orangiger Ton ist. Ich normalerweise niemandem empfehlen würde, der nicht orangene Haare hat. Aber meine Augenbrauenfarbe habe ich ja schon seit Jahren. Und weil die relativ kühl ist, ich sie aber weiterhin benutzen will, gleiche ich das quasi immer so ein bisschen mit meinem Augenbrauenstift aus. Und dann benutze ich meinen geliebten Gimme Brow. Das ist jetzt die Farbe 3,5. Jetzt können wir auch den Concealer ausblenden, ne? Und ich fange jetzt einfach mal hier unten an. Und ich finde, man sieht wirklich einen Unterschied bei diesen, den Concealer einwirken zu lassen. Das ist wirklich einer der besten Hacks gewesen, die ich auf TikTok entdeckt habe. So, bevor wir gleich zum Puder kommen, das zu setten, nehme ich mir nochmal meinen Contour Wand. Jetzt kommen wir nämlich zu einer relativ leichten Nasenkontur, die auch so ein bisschen einfach Dimension gibt. Und zwar habe ich eine auf TikTok gesehen, sie hat die Kontur
hier so in diese inneren Stellen quasi so aufgetragen und dann hat sie das quasi so ein bisschen schräg runter zur Nase gezogen und arbeitet das einfach so ein bisschen ein, erst hier oben und zieht das dann so runter. Und dieses in diesem inneren Teil hier, irgendwie gibt es dem Gesicht so krassere Dimensionen. Ich fand das erst, als ich das gesehen habe, dachte ich so, was? Aber es ist wirklich ein guter Hack. Also ich mache das seitdem immer. Also nur immer, wenn ich Nasenkontur mache. Ehrlicherweise mache ich das auch nicht immer. Aber es ist wirklich nur eine ganz leichte Nasenkontur. Ich will es nur dezent. Wir kommen zum Puder. Ich nehme hier mein Too Faced Born This Way Setting Powder. Das ist ein durchsichtiges, loses Puder einfach. Ich mache mir das hier so in den Deckel. Ich war nie ein krasser Baking-Fan. Also ich habe das einfach nie so krass gemacht. Aber jetzt ist auch Baking nicht mehr so krass in. Jetzt nimmt man nur einfach einen Puderschwamm oder einen ganz normalen Schwamm. Kleiner Tipp, falls das der Concealer jetzt schon ein bisschen gecreased hat, in der Zwischenzeit einfach nochmal ein bisschen drunter gehen. Puder, das, also ich tupfe das immer noch ein bisschen hier ab, damit es nicht too much ist. Und dann einfach tupfen, also eindrücken. Nicht schmieren oder irgendwas, sondern wirklich eindrücken, das Puder. Ich hätte so ein bisschen die Stellen meines Gesichtes, die nicht irgendwelche anderen Produkte noch drauf haben, also nur Foundation. So, ich sette jetzt meine Creme-Contour und meinen Creme-Blush mit den dementsprechenden Puderprodukten. Das intensiviert das Ganze aber noch ein bisschen und dann braucht ihr nicht so viele Schichten drauf tun. Ich finde nämlich auch immer, mein Puder ist zwar theoretisch farblos, aber wenn ich das da drauf gebe, habe ich trotzdem das Gefühl, dass es das sehr stark abmattiert, die Farbe. Deshalb habe ich angefangen, einfach meine Contour mit Bronzer zu setten und meinen Blush einfach noch ein bisschen aufzufrischen mit Puderblush. Ich nehme jetzt hier den Hoola Glow Bronzer, weil ich mag es glowy, und gebe den halt dahin, wo ich auch meine Kontur gemacht habe. Gebe ich den auch nochmal hier in dieser klassischen 3-Form, die wir immer schön gelernt haben. So, so, so. Wir wollen ja diesen sun-geküssten Vibe, den ich sonst nicht habe, weil ich bin ja sehr weiß. Natürlich auch immer wieder nach oben verblenden, nicht nach unten bei dem Bronzer. So, dann benutze ich hier meinen Burberry Blush, den ich geschenkt bekommen habe, in Blossom Blush Light Glow. So sieht er aus. Liebe Blush, ich habe Blush früher nie benutzt und jetzt werde ich nicht mehr ohne. Jetzt haben wir alles schon mal schön gesettet. Jetzt kommen wir zu den Augen. Die sette ich jetzt, bevor ich beginne, auch nochmal mit ein bisschen Puder, weil, wie ihr seht vielleicht, die haben auch schon ein bisschen gecreased. Ich habe ja in letzter Zeit immer einen relativ pinkigen Look geschminkt, was ihr immer ganz gut fandet. Deshalb zeige ich euch den jetzt mal. Es ist super einfach. Es ist wirklich nichts Großes dabei. Ich habe einfach eine Palette genommen, wo ich zwei pinke Töne quasi drin habe und noch einen glitzerigen pinken Ton, der so einen pinken Unterton hat. Und ich nehme jetzt einfach so einen Blenderpinsel, gehe einfach erstmal in dieses helle Pink und verteile das so in meiner Crease. Verblende das einfach und auch so ein bisschen auf dem gesamten Auge eigentlich. Einfach hin und her blenden. Ihr kennt ja von mir schon diesen Trick, den ich manchmal benutze, dass ich hier einfach Klebeband hinklebe, damit dieser Cut dann einfach so ein bisschen cleaner aussieht. Ich finde, das ist eine sehr einfache Art und Weise, auch irgendwie das ein bisschen krasser aussehen zu lassen, ohne wirklich viel mehr gemacht zu haben. Aber das kennt ihr schon, deshalb zeige ich euch das heute mal nicht. Und außerdem wollen wir gleich einen kleinen Liner machen, deshalb muss das nicht unbedingt sein. Jetzt gehe ich mit dem gleichen Pinsel einfach leicht in diesen dunkleren Pinkton. Einfach hier so an die äußerste Stelle erstmal tupfen. Und dann gehe ich so in kreisenden Bewegungen auf dieser Stelle, weil ich die größte Intensität da hinten haben will von dieser Farbe. Und dann verblende ich es so ganz leicht auch ein bisschen in die Crease quasi. Und dann gehe ich langsam und nehme noch mehr, wenn ich noch mehr Farbe haben möchte. Und einfach schön alles verblenden und so lange aufbauen, je nachdem wie intensiv ihr es halt haben wollt. Dann gehe ich einfach mit meinem Finger, ich mache das einfach immer bei schimmerigen Tönen mit meinem Finger, weil irgendwie funktioniert es für mich am besten, in diesen leicht pinken Schimmerton und gebe das so in die Mitte meines Lides und ziehe es auch so ein bisschen nach vorne mit. Aber die Intensität ist am stärksten quasi in der Mitte des Lides. Und dann nochmal zurück zu meinem Pinkpinsel und das alles wieder ein bisschen zu leicht nochmal ausblenden. Dann entweder auch mit dem Finger oder mit so einem kleinen Pinsel auch noch ein bisschen was von diesem schimmrigen Ton in den Augenwinkel geben. Das ist wirklich nichts Großartiges, was ich in letzter Zeit mache. Liquid Liner ist das Schwerste, was man machen kann. Ich finde mich da langsam aber sicher mit zurecht, aber es hat wirklich ein bisschen gedauert. Eine Sache, die ich wirklich sehr viel einfacher finde, ist einfach mit so einem Liner-Stick zu arbeiten. Das ist so ein Stift. Und da kann ich euch empfehlen, einfach vor allem hier hinten erstmal an der Wimpernlinie ein bisschen den hinzugeben quasi, ganz leicht. Und dann macht ihr so ganz leicht einen nach oben gewinkelten, zieht ihr das so ein bisschen
ganz leicht weiter. Nur so ganz leicht, wie so ein kleiner Mini-Wing. Je nachdem, wie groß ihr den auch haben wollt später. Was wir jetzt nämlich machen, ist, wir nehmen so einen angeschrägten kleinen Pinsel und smudgen das so ein bisschen aus. Manchmal hilft es, das so ein bisschen zu nehmen und zu ziehen. So, und jetzt könnt ihr nämlich mit eurem Pinsel an diesen Wing ansetzen und das Ganze so ein bisschen weiter nach außen ziehen. Und wenn ihr ein bisschen verhaut, dann steht es einfach so ein bisschen wieder weg. Das ist halt bei diesen Liner-Sticks sehr viel einfacher gemacht, als wenn ihr jetzt so einen Liquid Liner benutzt hättet. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen intensiver haben wollt, dann nehmt ihr einfach noch ein bisschen was nach. Ich mache jetzt zum Beispiel hier diesen Part, fülle den noch so ein bisschen auf. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Es war wirklich nicht besonders anstrengend, nicht so eine hohe Fehlergefahr wie bei Liquid Liner, finde ich. Aber hier, dass ihr es nochmal seht, ich ziehe einfach so einen ganz leichten Verlängerungsstrich noch mit dem Liner, ziehe es wieder mit meinem Pinsel dann einfach noch ein Stückchen weiter. So, hier seht ihr es nochmal. Es ist nicht absolut perfekt, aber ich finde, mit den Wimpern und allem dann am Ende gibt es ein echt schönes Ergebnis. Und wie gesagt, die Fehlerquote ist bei mir bei dieser Variante sehr viel geringer als bei dem normalen Eyeliner quasi. Wir kommen auch schon zu den Wimpern. Ich muss die immer stark hochbiegen, weil meine Wimpern an sich keinen richtigen Schwung von alleine haben. Deshalb benutze ich immer meine Wimpernzange. Ich habe einfach eine von NYX, die gibt es in der Drogerie zu kaufen. Jetzt benutze ich einfach meine Mascara. Ich benutze momentan die Bad Girl Bang in Waterproof von Benefit. Ich mache das so, dass ich den Spiegel so schräg platziere unter mir und dass ich dann quasi meinen Kopf aber gerade lasse, damit ich so runter gucken muss, damit meine Wimpern nicht oben gegen meinen Lidschatten gegenkommen, was sie meistens trotzdem ein bisschen machen, aber es hilft. Lass die immer ganz kurz antrocknen und mache dann direkt noch eine zweite Schicht. Und natürlich auch noch die unteren Wimpern. Das ist jetzt das Ergebnis von den Augen. Dann kommt nochmal Setting Spray auf alles oben drauf. Aber das ist noch nicht der Schluss. Erstmal Setting Spray. Wenn das Setting Spray gerade getrocknet ist, nehmen wir nochmal unseren Puder Sponge und gehen nochmal in die Reste von hier unserem durchsichtigen Puder rein. Tupfen das wieder auf der Hand ein bisschen ab. Und gehen nochmal ganz leicht so über die Bereiche, die bei euch irgendwie sehr viel Textur zeigen oder schnell ölen, um die einfach nochmal zusätzlich zu setten. Seht ihr, wie diese Seite einfach so ein bisschen weich gezeichnet aussieht jetzt? Und diese hier ist halt immer noch sehr am Glowen, was auch schön ist. Aber man sieht auch hier viel weniger Textur jetzt als auf dieser Seite. Deshalb mache ich das ganz leicht nur über Contour und Blush, weil das ja nicht wieder wegschminken. Und jetzt kommt natürlich noch Highlighter. Ihr wisst, ich liebe meinen Highlighter. Ich nehme momentan ganz gerne diesen Laura Mercier Radiant Baked Powder Highlighter. Ich finde meinen Highlighter-Pinsel nicht. Meistens ist er direkt vor meinen Augen, wenn ich ihn nicht finde. Egal, nehme ich einen anderen fluffigen Pinsel und gebe es einfach so auf meine Wangenknochen. Und dann mit dem Finger, weil Intensität ist am höchsten, auf die Nasenspitze. Machen wir natürlich nach dem Pudertrick, damit wir nicht das alles wieder wegpudern. Und einmal so hier auf die Länge quasi der Nase. Machen wir auch noch ein bisschen so über die Lippe. Und dann mache ich mir in letzter Zeit immer gerne noch so einen kleinen Lipgloss-mäßiges Color Reshine Guava Plump Gloss quasi von L'Oreal. Der passt sehr gut zu diesem pinken Augen-Make-up, deshalb mache ich den gerne drauf. Und schon sind wir fertig. Hier seht ihr das Ergebnis nochmal im Tageslicht ein bisschen näher dran. Natürlich hat Haut nach wie vor Textur. Es sieht nie so geairbrushed aus wie in irgendwelchen Werbungen oder auf ganz krass bearbeiteten Bildern. Aber für mich ist es schon ein krasser Step-up für meine Routine, diese ganzen Hacks, die ich jetzt so implementiert habe in meiner Routine, weil ich einfach vorher nur so drauf losgemacht habe und eigentlich nicht so richtig wusste, was ich tue. Und jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass ich ein bisschen einen Plan habe. Und es sind wirklich Hacks, die man super einfach umsetzen kann, die keine krassen Skills benötigen. Also testet die Hacks gerne mal und schreibt mir auch gerne eure besten Tipps, Tricks, Hacks für Make-up in die Kommentare, falls ihr noch welche habt. Wie gefällt euch der Look? Schreibt mir das auf jeden Fall auch in die Kommentare. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, das würde mir, wie gesagt, wirklich super doll helfen. Schaut gerne bei Instagram und TikTok vorbei. Ich habe nämlich auch jetzt seit kurzer Zeit TikTok, habt da auch erst ein paar hundert Follower. Also schaut gerne mal vorbei. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten neuen Video. Ciao!